Allah ist groß. Der Kurier hat sein Ziel erreicht. Heiliger! Ein Herrscher hat Schiffe zur Unterstützung geschickt. Gut, wir müssen noch ein paar Schiffe mehr ausstatten, habe ich das Gefühl. Okay, du bist ausgestattet. Du nicht wirklich, du gar nicht. Okay. Dann setzen wir unsere ausgestatteten orientalischen Schiffe dahin. Diese Sextanten einfach. Es ehrt mich, euch zu Gast zu haben. Ein kleines Schiff. Verbessertes Segel. Dieses ist ausgestattet. Warum hier halt den Sextanten mal für mich? Geh dahin. Du kannst das schwere Geschoss mal darüber gehen und dir so einnehmen und dann dahin gehen. Du verfügst über keinerlei bessere Segel, dann kriegst du das hier. Kommt und seid mein Gast. Geh mir weg mit deinen Sextanten und deinem komischen Pillogramm. Wir wollen Waren mehr hier. Ah, du kannst ein paar schwere Schläge könnten wir vielleicht noch gebrauchen. Und selbst das kaufen wir mal ab. Ihr seid hier. Das kaufen immer wir gern auch mal ab. Gesehen. Na gut, wir können gerade nicht. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Die ganze Flotte ausstatten mit guten Items. Ein paar schwere Planken wären wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht für einen. Geschwindigkeit ist überbewertet in dieser Hinsicht, glaube ich. Die schweren Planken geben wir für uns. So bewegen wir diese Sachen mal ganz kurz darüber. Setzen wir die stattdessen rein. Da können wir die Supersegel für ein großes Schiff einsetzen. Ihr seid hier immer gern gesehen. Und gib das mal her, vielleicht gibt es stattdessen was Gutes. Wie zum Beispiel sehr starke Geschosse. Auch schön. Ich hätte aber auch liebend gern einfach... nicht sowas. Sorgen wir dafür, dass jedes Schiff irgendein Item hat, das kein Sextant ist, dann ist alles gut. Sextanten werfen wir einfach ins Meer. Nee, die verkaufen wir einfach zurück. Warum denn so rabiat, wenn man es einfach regeln kann? Was wir nicht brauchen, wird einfach zurückverkauft. Sehr schön. Dann minimieren wir den Ruhm, den wir ausgeben müssen. Ich habe kein... Was wollen die mit ihnen? Vermaledeiten Sextanten. Sobald man die Karte erkundet hat, sind sie sowieso absolut nutzlos geworden. Mein Volk flieht vor den Angriffen der blonden Heerführerin. Sie können sich nicht zur Wehr setzen. Das ist schon längst vorbei. Du hast noch keine Segel. Hier. Weiter haben wir noch weitere Segel, die wir einfach weitergeben können. Du bist schon ausgestattet. Du bist auch ausgestattet. Stimmt, das ist unsere Hauptflotte, unsere alte Flotte gewesen. Wir müssen nicht alles mit Reparaturen versehen. Sonst können wir die Reparaturen auch hin und her switchen lassen. Zweifache Segel ist ein bisschen overkill, findest du nicht? Kommt. Seid mein Gast. So, geben wir mal ein bisschen den ganzen Kram weiter und verteilen ihn wieder durch die Flotte. Du bist jetzt vollständig ausgestattet. Beweg dich dahin.
Wir haben noch weitere Segel, die weiter gereicht werden müssen. Zwei weitere Segel. Auf meine Gastfreundschaft. Oh, könnt ihr ihm ein Zimmermann. Zimmermänner sind super. Ein Typ für ein leichtes, für ein kleines Kriegsschiff. Die Geschosse können wir weitergeben. Okay, das ist das Schiff auch ausgestattet. Ebenso wie dieses hier. Das kann daran weitergegeben werden, dann ist dieses Schiff auch fertig. Trag das mal. Auf meine Gastfreundschaft. Oh, könnt ihr ihm erzählen. Das kann man mitnehmen für ein kleines Schiff. Die brauchen nämlich einen doppelten Buff, weil die nur einen einzigen Slot haben. Es ehrt mich, euch zu Gast zu haben. Und wenn die Schaden nehmen, dann müssen die schneller repariert werden, weil die sehr empfindlich sind. Verlangsamung ist auch gegen Schaden. Das kann auch nicht die schaden. Die Brunnen einer Loria leeren sich. Oh nein. Wir müssen unsere Flotte am besten ausstatten, bevor wir kommt pleite gehen. Und seid mein Gast. Das ist ein vermaltes Sextant, den wir wieder zurückverkaufen werden. Genauso wie das Verlangsamungssegel. Es ehrt mich, euch zu Gast zu haben. So, dieses Schiff hier kann noch ein Segel kriegen. Und sich dann zu den anderen Gesellen. Also, wer einer von euch hat einen Sextanten noch drin? Was ich mit der weißen Flagge machen soll, weiß ich echt nicht. Ihr seid hier immer gern gesehen. Ein weiteres Segel. Kommt und seid. Hier, da war noch übrigens so ein weiter Bordfahrer. Ein paar Geschosse. Verlangsamungssegel, Bordfahrer. Hier ist ein paar Geschosse. Das ist ausgeschaltet, weiter. Du hast Planken. Die Planken können wir auf einen. Du hast einen vermalderten Sextanten schon wieder. So. Du kannst das übernehmen und dich den anderen anschließen. Du hast Planken. Die sind was wert für den hier. Dann kann der sich den anderen anschließen. Also dann kannst du jetzt einen Bordfahrer nehmen und dich dahin bewegen. Das ist die gläubigste Flotte, die wir gehabt haben. Könnt ihr immer zählen. Die es je gegeben hat. So, wir wechseln mal kurz die Slots ein bisschen durch, bis wir wieder was Gutes kriegen. Zum Beispiel Supergeschosse. Nein, das Segel brauchen wir noch. Der Extant kann weg, dieses Segel kann weg, die Ladekammer kann weg. Wobei Segel brauchen wir gar nicht mehr. Wir haben hier noch drei kleine Kriegsschiffe, die nicht ausgestattet sind. Ihr seid hier immer gern gesehen. Die schweren Bordgeschosse können wir einsetzen für dieses Kriegsschiff. Damit das ein bisschen mehr austeilen kann. 13 Schaden statt 10. Es ehrt mich, euch ein Gast zu haben. Oh, ein super Zimmermann. Den setzen wir für unser Flaggschiff selbst ein. Und da kommt der hier an. Auf meine Gastfreundschaft könnt ihr immer zählen. 100% Segel. Stimmt, wir haben bei uns ja noch diese. Wir haben schon bei uns die 30% Trefferpunkte reingesetzt. Es ehrt mich, euch zu Gast zu haben. Sextant. Zimmermann. Für eines der schweren Schiffe. Kommt und seid oh, mein und Gast. Ein Pfarrer. Bordpfarrer, kleines Schiff. Großes Schiff, Zimmermann. Ihr seid hier immer gern gesehen. Schwere, solide Geschosse. Spitzensegel. Wir können vielleicht noch ein paar Slots freimachen. Auf meine Gastfreundschaft. Außerdem haben wir den hier noch. Wobei, nee, das ist die gleichen. Kommt Segel. Und seid mein Gast. Wir lassen uns mal dieses Segel gönnen. Das tun wir dann da drauf. Den Sextanten und die normalen Segel verkaufen wir dann zurück. Ihr seid hier immer gern gesehen. Und natürlich kriegen wir wieder super neue. Einfach ein neues super Segel hier. Verkaufen wir das. Es ehrt mich. Und kriegen einen Zimmermann, den wir jetzt wieder kaufen können. Und dann können wir den da reinsetzen. Die Hauptdevise unserer Schiffe ist, dass sie über Wasser bleiben. Meine Gastfreundschaft. Vermaldete Sextanten. Immer zählen. Da haben wir den Pfarrer. Perfekt.
Wir segeln können einfach wieder weg. Das sind die großen Schiffe. Das sind die kleinen Schiffe. Das ist alles. Die ultimative Flotte. So hochgebracht, wie wir es uns irgendwie leisten konnten, speichern. Spiegel gespeichert. Wie gehen wir am besten vor? Die beste Vorgehensweise wird sein, die Stück für Stück aufzurollen oder vielleicht ein einzelnes Schiff da wegzulocken. Wie einer von euch hat übrigens noch die verkackte weiße Flagge an. Du hast die weiße Flagge an Bord. Werfen die wir jetzt. Ne, wir legen die auf unser Flaggschiff. Können wir damit uns mitschleppen, für den Fall, dass wir zu viel Schaden kriegen, damit wir nicht weggesunken werden. Ich würde sagen, wir schicken hauptsächlich zuallererst natürlich immer die schweren Schiffe rein. Die leichten Schiffe dürfen nicht zu weit folgen und dann das Flaggschiff immer dazwischen. Und die zerlege erstmal die kleinen Default aus kleinen Kriegsschiffen. Wir spielen mit dem Feuer. Die machen sich bereit, immer in die Flanke zu fallen. Da müssen wir gleich schauen, wo der nächste beste Punkt ist, um anzugreifen. Wir könnten nämlich direkt hier in die Bucht begeben. Dann aber wiederum werden wir eingekesselt. Der nächste sinnvolle Punkt wäre dann dementsprechend hier anzugreifen. Damit, ohne Folgen bleibt. Ja, wie in jedem Strategiespiel versuche ich erstmal meine eigenen Verluste zum großen Teil zu minimieren. Weil ich Verluste nicht mag. Feuer. Dann versuchen wir das halt Stück für Stück aufzurollen. Sobald die hier ausgeschaltet sind, können wir dann die hier angreifen. Und dann die drei hier zuletzt. Aber der hier hat natürlich die ultimative Reichweite und wird treffen, sobald wir... Ah ne, offenbar nicht. Okay, wir haben mal kurz das kleine Kriegsschiff gewone-hitted. Die Teile halten nämlich echt nicht viel aus, deswegen mussten wir die halt alle mit Reparaturen versehen, damit sie sich gut zurückziehen können. Greif an. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Aber gut, bei so einer Masse, bei solchen Salven, da überlebt normalerweise kein Schiff länger. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Machen wir vollen Angriff. Vertrauen wir, dass dieselben, die wir abfahren, gnadenlos genug sind. Ihr Schiff wird Ziel gegen zerlegen die Gebäude, die uns angreifen wollen. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Kleine Kriegsschiffe, ihr wollt nicht die ersten sein, die in die Salve dieser großen Kriegsschiffe geraten. Ihr wollt das sein. Ihr wiederum wollt die Türme angreifen, dafür seid ihr besser geeignet. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Oh nein! Und nicht da reingeraten, denn diese Türme sind böse gegen Schiffe. Du ziehst dich zurück. Du hast auch keine Reparaturvermögen. Sie haben eine Schlacht. Rechnet nicht damit, dass dies ohne Folgen bleibt. Oh, doch genau damit rechne ich. So, zerleg den Hafen. Das ist ein gefährliches Teil. Zieh dich zurück, Schiff. Ein weiteres Schiff, das keine Reparaturmaßnahmen drauf hat. Fahr darauf. Ihre Truppen waren Sieg. Diese Türme sind aber die gefährlichen. Die müssen ausgeschaltet werden. Die haben offenbar, die haben größeren Schaden gegen Schiffe. Die hier nicht so. Sie haben eine Schlacht gewonnen. So, zerlegt alles, was ihr treffen könnt. Schuh. Wenn unsere Schiffe sich halt ein bisschen zusammen reparieren.
wir haben eine hohe Schiffsreparatur. Möchte die ganze Zeit niesen hier. So, Segel raus. Repariert euch ein bisschen. Den Leindünner ganz kurz da ein bisschen. Beschleunigen auch ein bisschen, damit die alle hinmachen hier. Mit ihrem absoluten Zerstörungswahn, der sich hier gerade ausbreitet. Alter, diese Flotte ist so unglaublich gnadenlos. So, repariert. Einsockeln. Repariert, zurückgeben und Segel rein. Der hat keine Reparatur. Okay, die meisten von den Schweren haben keine Reparatur. Jetzt bombardieren die drei Truppen. Gut, sammeln wir uns wieder und gehen zum nächsten über. Dieses Teil muss weg. Das Problem ist, von der Reichweite her... Aber der hat nicht so eine hohe Reichweite. Interessant. Zuerst muss der Turm auf jeden Fall weg. Ihr wollt die Ersten sein, die da intervenieren. Ihr wollt euch ein bisschen zurückziehen. Und dann angreifen. Und du willst mit dem Schild. Ziel gegnerischen Feuer. Und jetzt Feuer. Der Feind greift eines ihrer Schilder an. Alle da drauf. Kleine Schiffe zurückziehen. Ihr seid zu anfällig für die ganzen Schütze. Also verzieht euch. Große Schiffe. Ihr Schiff wird ziehen. Große Schiffe bombardiert das Teil. Es darf nicht. Es darf keine weitere Salve auf dieses Schiff loslassen. Geschafft. Man hört zwar kaum was, weil das Spiel zu laut, weil der Krieg zu laut ist. Ach, da ist es sein. Hey, Lucius, Tüte. Was? Überall Trümmer und Wracks. Die Kreuzfahrerflotte aufgerieben. Ein Kreuzzug vorbei. Nein, es ist noch lange nicht vorbei. Ketzer, ich werde euch jagen und dann zur Hölle schicken. Türmen will man besser. Er ist nicht gut drauf. Wir haben alles erlegt. Und das, liebe Gemeinde, war diese Aufnahme und für mich wahrscheinlich die letzte Aufnahme für diesen Tag. Ich habe ja auch nur 5 Kapitel an einem Tag auf einmal aufgenommen. Da ist nicht mehr so viel übrig. Nun gut. Liebe Gemeinde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, viel Spaß und Cheerio!